Ich unterstütze den Digitaltag, weil mir an dem Thema der digitalen Teilhabe ganz besonders liegt. Und wieso ist denn das wichtig? Wieso unterstützt Digitalisierung, dass wir besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben können? Und das ist klar. Jeder, der vielleicht körperlich ein Handicap hat, kann über die Digitalisierung trotzdem teilhaben. Aber es gibt eine ganz große Bedingung. Er muss auch sich darauf verlassen können, dass auf der anderen Seite des Netzes derjenige, mit dem er gerade spricht, oder vielleicht mit dem er einen Vertrag macht, dass das die Person ist, die Institution, für die er es hält. Und das hat viel mit dem Thema der digitalen Identitäten zu tun oder auch konkret mit diesem Personalausweis, den jeder von uns hat, aber die wenigsten wissen, was man mit ihm schon an tollen Sachen erledigen kann. Zum Beispiel gerade für junge Leute, die 18 in diesem Jahr sind, die können damit den Kulturpass beantragen. Kulturpass, das bedeutet 100 Euro zur Verfügung, um eben am kulturellen Leben auch teilzuhaben. Und so hat digitale Teilhabe und kulturelle Teilhabe doch auch viel miteinander zu tun. Also, ich finde das eine tolle Sache. Ich finde diesen elektronischen Personalausweis eine gute Sache. Und ich finde digitale Teilhabe wichtig und deswegen unterstütze ich diesen Digitaltag.